Bäh. Ah. Wow. Ein Koala! Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit den ganzen Leuten im Hintergrund und mir, dem Dagi LP. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal ganz schnell im Schnelldurchlauf die einzelnen Leute hier durch. Wir sind heute wieder ein etwas größeres Bauteam und ich beginne mal hier mit der lieben Koala-Katze, weil ich glaube, der Neville Longbottom oder der Neville Potter in dem Fall ist definitiv ein Typ, deswegen müssen wir hier anfangen. So, hallo Koala-Katze DA, grüß dich, schön, dass du heute mit dabei bist. Dann haben wir den Predator, aka Säbelkaninchen dabei. Hallo Predator, grüß dich. Dann haben wir Rothausi dabei. Hallo Rothausi, der ist heute übrigens zum ersten Mal dabei. Und hat zwei unterschiedliche Augenfarben. Wow, ist es fancy. Dann haben wir Miri Snape dabei, die glaube ich auch heute zum ersten Mal dabei ist. Aber das wird sie besser wissen. Schreib es einfach in die Kommentare, Miri, wenn das heute dein erstes Mal war. erstes Mal. aber Tauben OG war auf jeden Fall heute zum ersten Mal dabei. Und was ist das denn hier? Ist es ein Schneeball, damit du heute gut schuftest? Ey, ich schufte immer gut. Hier, Kollege. Oh nein. Ich streichel dich. Dankeschön. Ich hoffe, er ist jetzt nicht traurig, weil ich sein Geschenk weggeworfen habe. Oh, er scheint zumindest nicht... Mano, dann haben wir Melody Snape heute dabei. Die ist auch zum ersten Mal am Start. Also sehr viele neue Gesichter jetzt hier in der heutigen Folge. Dann haben wir Pickett DA dabei. War auf jeden Fall schon ein paar Mal dabei. Mit dem Lama auf dem Oberteil. Was auch immer das sein soll. Und wir haben, wie gerade schon gezeigt, Neville Potter noch dabei. Ja, eine relativ große Runde heute. Und ich würde sagen, wir gehen mal kurz dorthin, wo die heutige Aufgabe blüht. Denn ja, weil wir hier anfangen, werdet ihr euch wahrscheinlich alle schon gedacht haben, dass wir jetzt hier natürlich an den Ländereien weiterbauen werden. Und ja, da habt ihr allesamt Gold recht. Nee, liegt ihr Gold richtig, genau. Ja, wir werden heute nämlich am unteren Teil der Ländereien weiterbauen. Und zwar insbesondere diesem hinteren Teil, was wir letzte Woche im Livestream schon überarbeitet haben. Und ja, wir müssen hier nämlich das Ganze mit der Höhe so ein bisschen in Einklang bringen. Denn aktuell sind wir ja hier bis runter auf... Moment, wir gucken mal gerade eben... Bis runter auf Höhe 30, aber wir haben uns ja im Stream schon darauf geeinigt, dass wir, ja, bis Höhe 35 maximal gehen, weil Hagrids Hütte noch ein bisschen oberhalb des Schwarzen Sees liegt und genau, um das hinzukriegen, müssen wir halt hier ein bisschen aufschütten und weil das ein bisschen sehr viel Arbeit ist, würde ich schon mal sagen, /bcgo und dann geht es los und ich bin schon sehr gespannt, was wir heute hier alles auf die Beine stellen werden. So, meine Aufgabe beschränkt sich im Grunde eigentlich auf die, auf die gleiche Aufgabe, wie die jetzt hier machen, also das Hochbauen selber. Aber ich habe hier schon ein bisschen mein Inventar ausgestattet mit Pflanzen, mit Kobbel und mit Erde und auch hier mit Knochen, woraus wir erstmal Knochenmehl machen werden. Denn ich würde gerne auch die heutige Folge dafür nutzen, hier ein bisschen für, ja, Feinheiten zu sorgen, für ein bisschen mehr Naturkulisse, weil das ja als Zeugenaufgabe sich sehr, sehr doll anbietet. Und nachher werde ich, also wenn ihr noch bis zum Ende dranbleiben wollt, Leute, was ich euch echt empfehlen würde, da werde ich mich noch an den Grundrissen von Hagrids Hütte probieren. Und ja, das ist auch eine Aufgabe, auf die ich mich sehr freue. Allerdings macht euch da keine Sorgen, weil ich denke, jetzt werden einige Leute sagen, aber Daniel, Moment mal, mach das nicht zu voreilig, ne? Du weißt ja noch nicht, wie das alles hier werden wird. Dem bin ich mir bewusst, Leute. Allerdings möchte ich nur mit Cobblestone quasi so den Grundriss davon ziehen und euch dann dementsprechend fragen, ob euch das so gefällt, wie ich es dann anfange oder ob ihr generell schon Einwände habt, weil ich finde das immer sehr hilfreich, wenn ich schon relativ früh am Anfang schon eine Meinung bekomme und wir da schon quasi uns eine, ja, schon so ein bisschen überlegen können, wie wir was machen wollen. Genau, das ist der Hintergrundgedanke dabei. Und natürlich werden wir das noch sehr oft überarbeiten. Ich denke mal, da wird es noch viel Potenzial geben und da werden wir auch noch viel dran ändern. Also ich denke mal nicht, dass ich das auf Anhieb perfekt bauen werde. Und wenn doch, dann freut mich das natürlich. Aber ich gehe jetzt einfach mal nicht davon aus. Genau. So. Ich habe aber auch heute wieder ein Thema. Ein Thema, was ich letztens durch Twitter so... Also ich wurde nicht direkt danach gefragt, sondern es ist eher so eine eigene Inspiration meinerseits und hängt an einem Twitter-Beitrag oder an einer Twitter-Konversation, Diskussion, wie auch immer, die ich in den letzten Tagen geführt habe. Und zwar bezüglich des Themas, wie momentan mit der Wizarding World umgegangen wird, beziehungsweise was da momentan ansteht, beziehungsweise auch, ja, wie das Ganze momentan gehandhabt wird.
Und da würde ich gerne heute mal so ein bisschen drüber quatschen, weil bei mir hat sich jetzt in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht sogar in den letzten anderthalb Jahren, ich weiß es nicht genau, so Pi mal Daumen, schon so ein bisschen was an meiner Meinung getan. Also meine Meinung bezüglich des weiteren Fortlaufens der Wizarding World, und möchte da heute einfach mal so ein bisschen was zu erzählen, was ich damit meine. Aber ja, das ist natürlich nur so lange machbar, wie ich hier mit der Bauaufgabe klarkomme. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt erstmal hier mit dem Thema anfange, schauen wir uns jetzt erstmal an, wie das hier aussieht, weil ich finde es ehrlich gesagt ziemlich geil mit den ganzen Wiesestellen hier. Guckt euch das mal an, Leute. Es wirkt schon direkt viel, viel idyllischer, wenn man hier das mit dem ganzen Gras und so sieht und den Blumen. Man läuft hier lang und links und rechts türmen sich die Felder mit den Blumen und mit der Wiese auf. Es ist einfach schön. Und guckt mal, Leute. Oh mein Gott, das sieht echt geil aus. Was so ein paar Blätter und Blumen ausmachen können. Okay, aber das soll ja nicht die einzige Aufgabe sein. Deswegen, ja, lol. Achso, ja genau, ich habe das ja zu Knochenmehl gemacht. Ich war gerade verwundert, weil wir nur einen halben Stack Knochen dabei hatten. Und ich gerade so, hä, wieso sind das jetzt auf einmal mehr? Aber man kriegt ja mehr Knochenmehl aus Knochen, als man Knochen im Voraus hatte. Genau, das wollte ich sagen. So, Leute, ja, dann können wir uns auch hier mal ein bisschen um die Pflanzen kümmern. Dann setze ich die auch schon mal. Und dann komme ich mal so ein bisschen drauf zu sprechen, was ich gerade meine mit dem Thema. Ja, also, es ist ja so, dass momentan in der Wizarding World so ein bisschen Ruhe ist. Also, bedingt auch durch Corona muss man ja auf jeden Fall festhalten, weil Corona hat jetzt natürlich den ganzen so, hat den ein oder anderen Plan so kaputt gemacht im Sinne von Fantastic Beasts 3. Klar, da gab es auch noch andere Einflüsse, aber Fantastic Beasts 3 ist ja vor allem durch Corona verschoben worden. Und dann natürlich auch Hogwarts Legacy, das war noch das andere große Projekt, was ja jetzt auch verschoben wurde. Und die ganze Wizarding World ist momentan so ein bisschen, ja, ich sag mal, nicht langweilig, auf keinen Fall. Das würde ich auch niemals sagen. Nicht, weil ich das nicht, weil ich das nicht zugeben will, sondern einfach, weil ich das so sehe. Ich finde, da gab es in der Vergangenheit deutlich schlimmere Abschnitte, wo es noch eintöniger war, sage ich mal. Aber momentan kann man nicht umhin zu sagen, dass die ganze Wizarding World in so einer, ja, ich sag mal, in so einem Winterschlaf ist. Ja, durchaus. Und all das, was jetzt in Zukunft noch kommt, ja, dauert halt alles noch so ein bisschen. Ist jetzt noch ein bisschen in ferner Zukunft. Und deswegen ist jetzt die Frage, oder habe ich mir auch die Frage gestellt, was wären denn die richtigen Wege, um das Ganze vielleicht doch besser hinzukriegen oder um den Fans oder um mir jetzt persönlich da gerecht zu werden? Weil ich will ja auf keinen Fall irgendwie den Eindruck erwecken, als wäre ich hier die allgemeingültige Meinung und nach mir müsste sich alles richten. Auf gar keinen Fall, Leute. Aber ja, ich kann es halt nur aus meiner Perspektive betrachten und deswegen mache ich das jetzt hier an dieser Stelle natürlich auch nur. Und ja, ich hatte damals die Meinung, die ich jetzt gerne mal ein bisschen revidieren möchte, nicht ganz, aber ein bisschen, dass es eigentlich eine gute Sache ist, dass J.K. Rowling ganz alleine die Zügel in der Hand hat, und das hat sie im Grunde ja auch, also zumindest was die ganzen Lizenzen anbelangt, denn vielleicht wisst ihr, also es kann in der Wizarding World nichts gemacht werden ohne J.K. Rowlings Einverständnis darüber, denn J.K. Rowling trägt immer noch die ganzen Rechte an Harry Potter, das heißt, wenn da irgendwie ein Spiel erschaffen wird, wenn da irgendwie ein neuer Film erschaffen wird oder irgendwas in diese Richtung, braucht es immer das Go von J.K. Rowling. Und ja, das habe ich damals als einen positiven Aspekt wahrgenommen, weil ich mir gedacht habe, ey, ist ja eigentlich ganz gut, weil J.K. Rowling hat das Universum erschaffen und wenn sie da eben das Ganze so weiterführt und da ein bisschen die Finger drauf hält, dann wird der Kanon gewahrt bleiben, dann wird da nicht irgendwie was ausgepresst oder ausgequetscht, was nicht ausgequetscht werden sollte. Aber, naja, in letzter Zeit hat sich meine Vermutung eher in eine andere Richtung gezeigt, nämlich dass, also ist zumindest meine Auffassung dessen, dass J.K. Rowlings Beteiligung an der Harry Potter-Sache, also an diesem ganzen Fandom, aktuell so ein bisschen wenig ist, also dass man wenig von ihr mitbekommt. Man weiß natürlich nicht, was da so hinter den Kulissen stattfindet, aber auch alleine die Serie. Es war ja letztens zum Beispiel das Thema bezüglich der Harry Potter-Serie. Und ich glaube genauso wie einige andere auch, dass dieses ganze Thema Serie noch irgendwann sehr, sehr präsent werden wird. Nur da dürfen sie halt momentan nicht besonders konkret werden. Und das ist vielleicht auch der Hauptgrund, warum sie nichts Konkretes gesagt haben, obwohl es vielleicht wirklich geplant wird, weil J.K. Rowling da ein Einverständnis geben muss. Und bevor das nicht da ist, bevor es da nicht das Go gibt, gibt es da auch nichts zu organisieren, weil sie das letzte Wort hat. Und aus diesem Grund, ja, bin ich einfach ein bisschen so mittlerweile gepolt, dass ich denke, es wäre doch eigentlich ganz schön, wenn
ja, wenn Rowling zwar das letzte, ja, Mitspracherecht hat, aber nicht unbedingt das letzte Wort, dass man da irgendwie einen Kompromiss schaffen könnte, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass es, ja, dass es bei ihr so ein bisschen momentan halt nicht wirklich weitergeht. Und ich würde mir das wirklich für die Wizarding World wünschen und für das ganze Fandom. Weil das war nämlich letztens auf Twitter auch die Diskussion, dass, oder beziehungsweise, ja, ob die Wizarding World noch Potenzial hat. Und ja, das hat sie. Die Wizarding World hat ein unendliches Potenzial. Zanumkera, ahoi! Sie hat ein so immenses Potenzial, dass es auf jeden Fall ausgenutzt werden sollte. Und damals war ich ja noch nicht so der größte Fan von Serien, beziehungsweise habe ich auch immer eine Harry Potter Serie eher negativ betrachtet. Auch diese Meinung möchte ich jetzt gerne einmal so ein bisschen neu fassen. Und Meinungen ändern sich halt über die Zeit und über die Erfahrungen und Ansichten und so. Das ist ja völlig klar. Und diese Meinung möchte ich auch mal ein bisschen revidieren, weil, Star Wars, tatsächlich. Also ich habe mich sehr oft über Star Wars kritisch geäußert, aber ich habe das nicht gemacht, weil ich irgendwie das Fandom schlechter darstellen wollte als Harry Potter, sondern einfach, weil es meine reale Meinung war. Und deswegen komme ich jetzt auch her und lobe Star Wars für die ganze Arbeit, die momentan da geleistet wird, weil die aktuelle Serienkultur gefällt mir dann doch ziemlich gut, weil bei Star Wars zum Beispiel wirkt sich das so aus, dass eben Abschnitte von dem Fandom gezeigt werden, die in den Filmen nie zur Geltung gekommen sind. Einfach aufgrund der Laufzeit eines Films im Vergleich zu einer Serie. Und sowas wäre bei Harry Potter oder bei der Wizarding World durchaus auch möglich. Also solche Sachen. Und all diese ganzen Sachen mit Serien, Filme und so weiter und so fort. Was denn, Pickett, D.A.? Diese ganze Geschichte, ja, die sorgt halt schlussendlich dafür, dass, dass einfach noch mehr Content einfließen kann, dass es noch größer wird, dass man, weil, wisst ihr, wenn eine Serie dazukommen würde bei der Wizarding World, dann, dann würde halt einfach auch das Ganze, ja, in anderen Bereichen an Fahrt aufnehmen. Ich meine, man sieht das ja auch, wenn zum Beispiel ein neuer Kinofilm rauskommt oder wenn eine neue, ne, wenn irgendwas Neues rauskommt, jetzt auch das Spiel, dann nimmt das ganze Fandom wieder Fahrt auf. Und ich glaube, das ist die richtige Medizin, die jetzt gerade so ein bisschen fehlt, weil wir halt immer auf diese, ja, bereits angekündigten Sachen warten, die aber halt noch ein bisschen dauern. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Es wurde gerade irgendwas wegen Chat geschrieben. Kann mich wer... Oh, Miri, ja, warte, TP, Miri, Snape... Dagi LP. So, perfekt. So, ich hoffe, das war das Anliegen. So, Erde habe ich auch noch ein bisschen. Da packen wir mal hier ein bisschen rein. Wir sind jetzt aktuell auf Höhe 35. Perfekt. Da müssen wir jetzt also auch in dieser Höhe hier so grob verbleiben. Ich will das nicht überall durchziehen, weil es soll natürlich hier hinten wieder ein bisschen abflachen. Aber hier sollte es auf jeden Fall diese Höhe behalten. Genau. Ja, ich würde mir einfach wünschen, dass jetzt in nächster Zeit vielleicht... Ich weiß nicht, also auch durch die ganzen Sachen, das wurde auch auf Twitter geschrieben, also Hogwarts Mystery war ja eher so ein, ne, war ja jetzt nichts Großes, nichts Bahnbrechendes und ich glaube, das ist genau das, was die Wizarding World aktuell vertragen würde. Etwas Großes, was da auf die Beine gestellt wird. Und ich meine, die Grundvoraussetzungen sind ja alle gegeben. Das Fandom hat sich als sehr lukrativ erwiesen, aus wirtschaftlicher Sicht. Das Fandom hat genug Potenzial, um es weiter auszubauen. Es ist immerhin eine ganze Welt, die man da erzählen kann. Es gibt genug Hintergrundstories, die J.K. Rowling bereits eingebracht hat, die aber nur ansatzweise erklärt wurden. Und ja, alles in diese Richtung, es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Und ja, ich habe irgendwie ein bisschen halt auch das Gefühl, dass J.K. Rowling entweder gerade aktuell an irgendeiner Aufgabe sitzt, die einfach noch nicht öffentlich ist, oder dass sie sich auch bedingt durch den ganzen Shitstorm, den sie auf Twitter erfahren hat, sehr zurückgezogen hat und das auch im Harry Potter-Sinne. Aber ich wünsche mir einfach, dass sie weiterhin an Harry Potter arbeitet, dass sie es nicht einfach so verkalken lässt, sondern dass sie da weiter, ne, Content bringt, der natürlich gut ist. Das ist die Grundvoraussetzung, weil, was ich auf keinen Fall will, da hat sich meine Meinung gar nicht geändert, dass das Fandom ausgeschlachtet wird. Aber damals habe ich halt gedacht, eine Serie alleine würde das schon irgendwie ausschlachten oder habe zumindest ansatzweise in die Richtung gedacht, aber das ist halt völliger Schwachsinn. Klar kann das passieren, aber nicht grundsätzlich, weil es kann ja auch durchaus sein, dass die Serie, wie bei The Mandalorian, sehr, sehr gut wird. Und damit eine Ergänzung ist und nicht irgendwie ein zwanghaft implementiertes Story oder so. Und genau das wäre mein Wunsch und genau das erhoffe ich mir. Aber ich glaube sowieso, dass 2022 nochmal ein großes Jahr für uns alle wird in Bezug auf Harry Potter und der Wizarding World. Weil ich glaube, alleine durch die Sache mit Fantastic Beasts 3, der ja da kommen soll, durch Hogwarts Legacy, was da kommen soll, es ist einfach so viel Harry Potter Content und normalerweise, wenn sowas kommt,
Nutzt das Fandom oder generell nutzt Warner diese Situation auch aus, um im Bereich Harry Potter noch mehr zu bringen. Und damit meine ich jetzt nicht nur das Spiel und den Film an sich, sondern auch ganz viele Rahmensachen, die da so drumherum noch passieren werden. Und da bin ich sehr überzeugt von, sehr zuversichtlich und glaube auch, dass wir da schon, ja, gewisse Erwartungen pflegen können und dass die durchaus, ja, stattfinden können. Aber ja, wir bleiben mal gespannt, Leute. Mich würde mal interessieren, wie seht ihr das Ganze? Habt ihr einen ähnlichen Blick auf das Ganze? Wartet ihr einfach aktuell und hofft, dass da was passiert? Oder ja, wie seht ihr das? Also einfach mal eure grundsätzliche Meinung dazu. Und ich möchte nochmal betonen, ich bin absolut fest davon überzeugt, dass 2020 all das entschädigt wird, was wir jetzt die letzten Jahre, ich sag mal in Anführungszeichen, ertragen mussten. Auch wenn ertragen natürlich immer so voll melodramatisch klingt und so schlimm ist es natürlich nicht. Aber naja, es hätte besser laufen können und ich glaube, dass 2022 da einiges auf uns zukommen wird. Allein schon bedingt durch den Film, durch das Spiel. Und ja, das sind ja zwei riesige Projekte und deswegen, Leute, seid oder bleibt mal am besten zuversichtlich. Ich bleib das auf jeden Fall. Und ja, wir werden entschädigt. Ich bin mir da sehr sicher. Allein schon, und ich weiß, da stimmt mir jetzt nicht jeder zu, aber ich freue mich auf Mads Mikkelsen als Gellert Grindelwald, Leute. Ich weiß, ich bin dann relativ alleine. Nein, nicht alleine, aber ich bin einer der wenigen, würde ich sagen. Ich glaube, viele weinen noch Johnny Depp hinterher. Ich, ja, an sich auch, aber ich bin so begeistert von Mads Mikkelsen, dass ich da tatsächlich weniger ein Problem mittlerweile habe. Aber das heißt nicht, dass ich es gut finde, dass er gekündigt wurde, also Johnny Depp, ne? Nicht, dass man mich da jetzt halt schon steht. Ich finde es trotzdem absolut bescheuert, aber naja, das ist ein anderes Thema. So, Leute. Ja, ich bin jetzt hier noch so ein paar Feinheiten am Erledigen. Also Pflanzen setzen, vielleicht nochmal ein paar. Oh, ich habe noch eine Idee, was ich machen kann. Ich meine, die Folge ist ja noch nicht ganz so alt und ich würde gerne nochmal eben die Situation nutzen. Hier, genau, Clearstones. Und dann können wir nochmal so ein paar Findlinge oder wie auch immer die heißen. Warte, mir wurde das letztens in die Kommentare geschrieben. Oh Mann, mir wurde das letztens geschrieben. Ich habe das jetzt wieder vergessen. Es tut mir leid an die Person, die mir das geschrieben hat. Bin ein bisschen bescheuert, wie du vielleicht schon lange weißt. Und ja, deswegen, aber Mann, vielleicht fällt es mir noch ein. Es hat auf jeden Fall irgendeinen Namen. Und genau das machen wir jetzt hier auch wieder, weil ich das echt schön finde. Also wie da hinten auch, ne, das da halt. Das bauen wir jetzt hier auch so ein bisschen hin. Nicht zu viel, nicht zu wenig, aber es sollte auf jeden Fall zur Geltung kommen. So, zack. Und ja, hier, wobei, na, ja, doch, eigentlich geht das, oder? Ich mag es eigentlich nicht, wenn das so... Ja, wobei, wenn man das ein bisschen breiter macht. Ja. Ja. Warte, dann ziehe ich das aber hier bis zum Ende durch. So. Ja, so ist es in Ordnung. Ja, doch, das geht, das geht. Das kann man machen. So, dann machen wir hier auch nochmal einen hin. Es soll nicht zu viele sein, weil sonst wirkt es am Ende zu gezwungen. Aber ein paar sollten da sein. Und ich finde das Ergebnis auch echt schön. Und machen wir da nochmal einen rein, so im Boden drin. Perfekt. So, Animagus ist natürlich am Start. Dann schauen wir uns das nochmal eben von oben an, damit wir auch sehen, wo noch welche gut platziert werden können. Oh, hier möchte ich so ein Findling hinsetzen. Die Stelle da eignet sich ja mega dafür. Das heißt, wir setzen mal hier so, ja, irgendwie so einen Stein vorm Konstruktteil, wie auch immer. So. Ja, ist alles noch ein bisschen grobschlächtig, aber ey, wenn ihr Ideen habt, Leute, ne, ihr kennt das, dann schreibt mir das einfach und dann kann man es ja nochmal ein bisschen überarbeiten. Aber ich bin mich ja auch momentan so ein bisschen am Erproben, was Außenkulisse anbelangt. Wobei ich glaube, mich da deutlich besser zu schlagen als bei Inneneinrichtungen. Also Außenkulisse fällt mir doch deutlich leichter. Aber vielleicht bin ich auch der Einzige, der so denkt und vielleicht denkt ihr, nee, Daniel, sorry, aber auch das kannst du nicht. Das kann natürlich sein, das weiß ich nicht an der Stelle, aber ich würde mich freuen, wenn ihr das gut findet, was ich hier fabriziere. So, wo könnten wir noch einen gut hinplatzieren? Muss man nachher gucken, hier sind mir ein bisschen zu viele blaue Orchideen. Ja, oder wenn ihr sagt, die sind schön, dann lassen wir sie halt, aber ja, müssen wir mal gucken. Ich fände ein bisschen mehr Abwechslung ganz schön. So, da auch nochmal so ein Findling hin und hier nochmal so, perfekt. Und ich glaube, das reicht jetzt auch erstmal, weil sonst wirkt es wirklich zu viel. Boah, Leute, schaut euch das mal bitte an auf F1. Ey, das sieht ja immer so episch aus. Es sieht einfach so unglaublich episch aus. Das Einzige, was mich nur ein ganz kleines bisschen stört, ist die Tatsache, dass wir durch das Knochenmehl immer so punktuelle Wiese-Dinger da gebaut haben. Immer so auf einen kleinen Raum beschränkt. Da würde ich lieber gerne nochmal so ein bisschen
übergreifend arbeiten, damit das nicht zu sehr in diese Richtung fällt oder beziehungsweise nicht so, ja, auffällt, sage ich mal. So, aber im Grunde ist das auch nicht viel Aufwand. So, dann nochmal da, hier nochmal ein bisschen und da nochmal ein bisschen. So, ich hoffe, das könnte jetzt sogar schon den gewünschten Effekt gebracht haben. Gut. Ey, moin, Leute. Ich bin so maßlos begeistert. Also, die Ländereien sind wirklich... Es ist schon echt heavy. Also, ich hoffe, ihr seht das halt genauso. Aber normalerweise lobe ich nichts. Einfach nur, weil ich es gemacht habe. Oder beziehungsweise, weil ich eingebildet bin. Weil ich habe das ja auch nicht alleine gebaut. Aber, ne, ich denke, das... Oder hoffe, das wisst ihr. Zeitumkehrer, ahoi. So, dann mache ich mich jetzt nochmal ein bisschen nützlich, indem ich mir ein bisschen Cobblestone hier wegschnappe. Oh, Bemuster. Ach so, nee, warte, ich wollte ja noch Hagrids Hütte. Wir haben ja noch ein paar Minütchen. Ich wollte das ja nochmal eben kurz ein bisschen vorziehen. Ey, da habe ich das am Anfang der Folge versprochen. Und dann mache ich das nicht, oder wie? Nee, Leute, da braucht ihr keine Sorge haben. Ich mache das jetzt mal eben. Ich probiere mich da mal so ein bisschen. So. Also am besten hier auch mit Bemusten, weil ich glaube, ich würde Hagrids Hütte... Oh, sieht das geil aus mit dem 3D-Effekt. Ich glaube, ich würde das später gerne mit dem Bemusten machen. Warte mal, wie... Achso, ja, oben kann ich mich eh nicht orientieren, weil das da nur so ganz krüppel hochgezogen wurde oder langgebaut wurde. So, also, nochmal zur Betonung. Das hier ist eine reine, ja, eine reine Probieraufgabe. Ich teste einfach mal in der Hoffnung, dass es gut aussieht. Wenn es nicht gut aussieht, Leute, was mache ich hier eigentlich? Dann lasst mich das einfach wissen, ne? Es ist nur mal so probieren, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, dann machen wir da nochmal... so, dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 und hier auch nochmal, das muss ja auch ein bisschen größer sein, also wir können es ja jetzt erstmal so vorbauen, dann wissen wir auch, oder kriegen ein Größenverhältnis dazu. Boah, das sieht so geil aus mit dem Stein, oder? Ich meine, der hat so einen richtig geilen 3D-Effekt, der sieht einfach richtig passend aus. Würdet ihr auch sagen, dass wir Hagrids Hütte aus diesem Stein bauen sollten? Also ich wäre auf jeden Fall dafür. Bin gespannt, ob ihr das auch seid. So, 6, genau, so. So, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, so, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, so, 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 so und so. Perfekt. Ja, okay, das ist jetzt sehr viel zu groß. Ja, 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 ne, alles gut, Leute, ich weiß, es ist zu groß. Okay, dann machen wir es nochmal ein bisschen kleiner. Habe ich, naja, ich habe leider, oh Mann, ich hätte das jetzt gerne so, warte mal, wir machen mal so, so, 1, 2, 3, 4, 1, 2, so, so. Dann nochmal ein Zweier. Ja, okay, da muss ich jetzt wieder ein paar abbauen. Also ich probiere mich jetzt einfach mal in den letzten paar Minütchen eben an dieser, an diesem Umriss von Hagrids Hütte. Also die erste Version war eindeutig zu groß, Leute. Da bin ich vollkommen bei euch. Wenn ihr, also außer ihr sagt das Gegenteil, aber ich denke mal, das sehen alle so, dass das zu groß ist. So. Und dann gucken wir mal, wie es jetzt funktioniert. Oder ob es überhaupt funktioniert. Einfach nur, um mal so ein Gefühl dafür zu haben. Ich denke, das ist sinnvoll. So, dann nochmal hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2. So, so. Dann nochmal so. Perfekt. Das hier nochmal weg. Ja, das Abbauen ist jetzt natürlich immer ein bisschen blöd. Aber mein Ziel wäre es, zum Ende der Folge zumindest schon mal einen ungefähren Umriss zu schaffen, der von der Größe her passt und von der Position des Gebäudes. Also, dass wir dann schon mal gucken können, ey, eignet sich Hagrids Hütte hier an der Stelle? Oder ist es doch ein bisschen... weniger vorteilhaft, Hagrids Hütte hier hinzusetzen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass sie auch nicht zu klein sein darf, weil, naja, er muss ja auch da drin leben. So, das ist jetzt eine deutliche Nummer kleiner. Geht schon eher in die Richtung, ne? Oder? Also ein Kreis ist es auf jeden Fall. Ein Kreis ist es. Leute, ich finde das von der Größe her eigentlich in Ordnung. Wartet mal eben. Ich mache mal eben Game Mode 1. Dann machen wir mal oben die Wolle weg, weil die braucht ja auch kein Mensch mehr. So, Wolle, du hast deinen Dienst erfüllt. Wir wissen jetzt, wo Hagrids Hütte hinkommen soll ungefähr. Wir brauchen dich also nicht mehr. So, geh weg. So. Perfekt. Damit haben wir das, Leute. Ja, ich würde das jetzt so lassen tatsächlich. Also erstmal, das ist aber nur meine Meinung. Wenn ihr sagt, nee, Daniel, zu groß oder zu klein, dann lasst mich das gerne wissen. Aber stellt euch das mal vor, wenn man hier so eine Doppeltür reinmacht und hier der Platz drin. Ich meine, das ist doch in Ordnung, oder? Es ist nicht zu groß, nicht zu klein, man kann sich ein bisschen bewegen. Stellt euch das vor allem mit der Inneneinrichtung vor, mit dem großen Kamin und allem drum und dran, dem Tisch und so, dann ist das hier schon echt vollgestellt. Also ich finde das so eine Größe ideal. Und dann natürlich noch der Garten und das hochgebaut. Leute, ich bin sehr zufrieden.
Und wenn ihr das auch seid, dann lasst mich das auf jeden Fall gerne wissen in den Kommentaren und auf jeden Fall auch eure Meinung zum heutigen Gesprächsthema bezüglich dem weiteren Verlauf der Wizarding World. Wie seht ihr das Ganze? Welche Meinung vertretet ihr da? Und ja, alles, was dazu passt, gerne mal in die Kommentare schreiben, um ein bisschen mal so darüber zu fachsimpeln. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dem heutigen Bauteam, bei allen Zuschauern, die bis jetzt dran geblieben sind und wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts. Ciao zusammen!